Hebräer ist hohe Synode jetzt nicht, um dieses Gesetz einzubringen, sondern eine Einführung unserer Beschäftigung, weiteren Beschäftigungen mit EKN 2030 zu geben, die uns ja jetzt in mehreren Tagesordnungspunkten beschäftigen wird. Die Arbeit an unserem Zukunftsprozess, in unserem Zukunftsprozess geht weiter. In dieser Tagung legt Ihnen die Kirchenleitung ein Impulspapier zum Thema Wirtschaftlichkeit und Ergebnisorientierung vor. Es gehört in die Reihe der grundlegenden Texte, ekklesiologische Grundlagen und Kirchenentwicklung, Digitalisierung und vom Klimaschutz zur Nachhaltigkeit. Außerdem liegt Ihnen ein Sachstandsbericht mit Beschlussvorschlägen aus dem Arbeitspaket 2, Pfarrdienst und Verkündigung vor. Schließlich werden heute von der Kirchenleitung drei Kirchengesetze eingebracht. Das erste ist bereits angesprochen, Kirchengesetz zum Abbau gesamtkirchlicher Genehmigungsvorbehalte. Dann Kirchengesetz zur Änderung des Regionalgesetzes zur Einführung von Nachbarschaftsräumen sowie, das ist das dritte, das Kirchengesetz zum qualitativen Konzentrationsprozess bei kirchlichen Gebäuden. Alle Vorlagen werden einzeln eingebracht. Ich möchte eine knappe Einordnung voranstellen. Unsere theologischen Grundlagen führen aus, dass die Kirche Jesu Christi ihren Grund im Wort Gottes hat. Gott selbst ruft Menschen durch die Botschaft von seiner Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet, zum Glauben und in die Nachfolge. Dies beschreiben wir in unserem Prozess mit dem Leitbegriff Kommunikation des Evangeliums. Kommunikation des Evangeliums geht von Gott aus. Gott ist Subjekt dieser Kommunikation. Gott weckt und erhält Glauben, führt Menschen zusammen und beauftragt sie zum Dienst in dieser Welt. Davon leben wir. Als Kirche sind wir hineingenommen in diese Kommunikation des Evangeliums und damit zugleich beauftragt, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Orientiert an diesem Auftrag haben wir folgendes Grundverständnis der EKN beschrieben. Die EKN ist eine öffentliche und offene Kirche, die in vielfältiger Gestalt nah bei den Menschen ist. Als solche entwickelt sie sich weiter, indem sie die Kommunikation des Evangeliums an den Mitgliedern und am Gemeinwesen orientiert lebt. Die Weiterentwicklung der regionalen Perspektive hat dabei eine besondere Bedeutung. Das haben wir so gesagt, weil wir überzeugt sind, dass wir der Kommunikation des Evangeliums am besten dienen, wenn wir Mitglieder- und Gemeinwesen orientiert arbeiten. Das wiederum können wir, so unsere Überlegung zurzeit, mit den uns gegebenen Möglichkeiten am besten, wenn wir regionale Kooperation stärken. Die Begründung hierfür: In der regionalen Kooperation können wir die uns anvertrauten Ressourcen und Gaben besser einsetzen als bisher. Gemeint sind dabei in erster Linie Personal, Gebäude und Verwaltung. Der effektivere Einsatz der Ressourcen ist aber kein Selbstzweck, sondern dient auch dazu, Neues zu ermöglichen. Konzentration, um auch Kraft für Neues zu finden. So sollen personelle und gebäudliche Konzentration sowie eine gute unterstützende Verwaltung ermöglichen, Gott zu feiern, Glauben in Gemeinschaft zu leben und Räume zu eröffnen, um neue Formen und Schwerpunkte in der Kommunikation des Evangeliums zu erproben. Was das dann jeweils bedeutet und wie das in den jeweiligen Regionen gestaltet werden kann, das muss in den Regionen selbst entwickelt werden, eben nah bei den Menschen und mit den Menschen. Die Region ist damit auch nicht einfach die neue Parochie. In den Regionen kann, darf und soll es unterschiedliche Formen von Gemeinden, Kooperation und gemeindlichem Leben geben. Mit der regionalen Kooperation sollen nicht administrative Vorgaben erfüllt werden. Es soll Kommunikation des Evangeliums gelebt werden. Und ich knüpfe mal an die Andacht von William Thum an. Kommunikation des Evangeliums, das heißt, mit Liebe die Liebe Gottes bezeugen. Und die Strukturen müssen natürlich dem dienen. Es soll Kommunikation des Evangeliums gelebt werden. Gesamtkirchlich müssen wir hierfür einen Rahmen vorgeben, der eine solidarische Verteilung der Ressourcen gewährleistet und unterstützend wirkt. Das ist die übergeordnete Zielsetzung dessen, was wir dann auch in Gesetzesform bringen. Uns ist bewusst, dass damit große Veränderungen angestoßen werden, die auch ihre Zeit brauchen. Das muss sorgfältig bedacht werden. Zugleich geht es aber auch darum, die nächsten Jahre möglichst gut zu nutzen. Kirchenleitung und Steuerungsgruppe halten es nicht für sinnvoll,
den zeitlichen Rahmen für den Prozess zu weit, möglicherweise über die Amtsperiode der nächsten Kirchensynode hinauszufassen. Wir fürchten, dies würde dem Prozess die notwendige Energie nehmen. Mit diesen Vorüberlegungen bittet die Kirchenleitung Sie, die vorgelegten Beschlussvorschläge zu erörtern und möglichst zu beschließen und die Gesetzesvorlagen in erster Lesung heute zu beraten. Wir freuen uns auf eine anregende Diskussion, die mit Blick auf den heute begrenzten Zeitrahmen sicher in den synodalen Ausschüssen fortgesetzt werden muss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.